Schnitzer? Was soll denn das heißen? Hast du nicht gemerkt, wie Romain von vornherein nur darauf gewartet hat, dass einer von uns die Selbstmordidee vorbringt? Und du hast es getan. Unter den gegebenen Umständen schien es mir die einzige mögliche Erklärung. All dieser Unsinn, dass die Berge und die Einsamkeit ihr zu viel geworden sind. Ach, immerhin eine Möglichkeit, die ich für erwähnenswert hielt. Die du aber bis heute noch nie erwähnt hast. Warum auch? Warum hast du dich eigentlich so aufgeregt heute Nachmittag, als du den Schreibtisch offen stehen sahst? Ich war nicht aufgeregt, Erik. Ich nur überrascht. So überrascht, dass du unbedingt wieder zum Dorf zurück wolltest, als wir Tante Luisa nicht finden konnten. Es war doch höchst sonderbar. Nur alles so leer. So? Ich sage dir doch, ich habe einfach gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast es gewusst? Ach, gewusst natürlich nicht, aber ich habe es eben gespürt. Was sollen denn eigentlich all diese Fragen? Worauf willst du eigentlich hinaus? Auf die Wahrheit. Die Wahrheit? Ach, du bildest dir wohl ein, dass ich... Das hätte ich mir ja gleich denken können. Ihr seid mir ja feine Verschwörer. Wenn zwei ausscheiden, dann bleibt nur ein Dritter. Sag mal, habe ich das nicht schon einmal gehört?